Ich bin Nati und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen heute eine bunte Mangoldpfanne. Mangold habe ich tatsächlich durch meine Mutter kennen und lieben gelernt und wir werden heute auch den aus ihrem Garten benutzen. Perfekt also. Ja, und da der ja auch saisonal ist, dachte ich, machen wir heute einfach mal was mit Mangold. Dieses Rezept ist mal wieder ein richtig schnelles Rezept. Also das Ganze dauert wirklich so mit Schnippelarbeit unter 15 Minuten. Ja, dann schauen wir mal, was wir dafür brauchen. So, hier ist einmal unser Mangold. Richtig schön, diese Farben, oder? Also, ich finde das mega hübsch. Und ich habe das einmal in Stiele und Blätter schon getrennt. Denn wir werden zuerst die Stiele zubereiten, da die etwas länger zum Garen brauchen. Und nur ganz zum Schluss kommen die Blätter dazu. Dann haben wir hier Champignons, ein bisschen Zwiebel und ein bisschen Knoblauch. Außerdem nehmen wir noch ein paar Gnocchis, etwas Würzspinat, Pfeffer und Salz, ein bisschen Muskatnuss, frische Petersilie. Und um den Eiweißgehalt des Ganzen zu erhöhen und damit wir eine Soße haben, nehmen wir diesen fettarmen Frischkäse in der Kräutervariante. Wenn ihr gar keine Soße haben möchtet, könnt ihr den natürlich auch weglassen und zum Beispiel ein Hähnchen oder eine andere Eiweißquelle eurer Wahl dazu machen. Ja, genau. Und das war's auch schon. Achso, ja, und ein bisschen Wasser brauchen wir noch. Aber wirklich nur so ungefähr. Also ein Schuss, 50 Milliliter. Zuerst schnippeln wir. Einfach erstmal unsere Zwiebel klein. Den Knoblauch pressen wir. Die Champignons würfel ich einfach grob. Ja, und auch unseren Mangold, den schneide ich einfach nur klein. Ich liebe diese Farben. Einfach richtig schön. So, dann können wir auch schon rübergehen zu unserem Herd. Ein bisschen Ölspray. Und dann kommen natürlich zuerst Zwiebel und Knoblauch da rein. So, dann reduzieren wir mal die Hitze. Und dann kommen unsere Gnocchis da rein. Kurz einmal anbrutzeln. Unser Mangoldstiel dazu. Und dann geben wir ein klein bisschen Wasser dazu, damit das Ganze richtig schön garen kann. Und dann geben wir dem einen Augenblick. Währenddessen können wir hier weitermachen. Die Blätter müssen ja auch noch ein klein bisschen klein geschnitten werden. Die fallen noch in sich zusammen, also so nicht, aber trotzdem so ein ganzes Blatt da reinmachen, das wäre dann doch ein bisschen zu viel. Einfach grob. Habe ich schon mal erwähnt, wie schön das aussieht? Oh. Zurück bei unserer Pfanne. Wir würzen. So, und dann testen wir den Stiel. Ja, der wird schon weicher. Dann können wir jetzt Champignons und die Mangoldblätter dazu tun. Jetzt ist das Ganze richtig schön voll, aber wie gesagt, die Blätter fallen noch in sich zusammen. Dann kommt jetzt auch unser Würzspinat hinzu. Wenn der Würzspinat, der ist ja gefroren, sich gut verteilt hat, dann sind wir auch schon fast fertig. Dann fügen wir jetzt noch unsere Petersilie hinzu und natürlich unseren Frischkäse. Und dann mixen wir das Ganze unter. Ich stelle das Ganze jetzt auch wirklich nur noch auf leichte Hitze. Nur so, dass der Frischkäse eben noch ein bisschen warm wird. Aber der Rest ist fertig. Und damit ist unsere leckere Portion fertig. Wie ihr gesehen habt, das Ganze geht super schnell, ist super einfach und es ist auch noch verdammt lecker. Macht das Rezept also unbedingt mal nach. Wenn ihr es nachmacht, dann verratet mir doch gerne in den Kommentaren, wie ihr das Ganze fandet. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben für das Video freuen und ein Abo, falls ihr das noch nicht dagelassen habt. Folgt mir gerne auch auf Instagram, dort heiße ich real-nati- und da gibt es täglich neue Rezepte, Alltagseinblicke und vieles mehr. Ich werde das Ganze mir jetzt schmecken lassen, denn das riecht so verdammt gut. Das soll nicht kalt werden. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!